Okay, willkommen zur nächsten Folge in der Retro-Hi-Fi-Saga. Folge hat sich jetzt ein bisschen verzögert, weil ich war mit so nebensächlichen Sachen wie Masterarbeit schreiben beschäftigt, aber jetzt, da man sowieso die ganze Zeit zu Hause sitzen muss, habe ich mir gedacht, jetzt kannst du dich auch endlich mal um dieses Ding hier kümmern. Die Fehlerbeschreibung ist die folgende. Ich kann eine Kassette einlegen, das Ding geht an, die View-Meter gehen an, aber sobald ich auf Play drücke, versucht quasi dieses, wie heißt denn das, das Werk da drin, versucht zu drehen, aber es blockiert irgendwie, als ob quasi die Kassette mit dem Tape am Ende wäre und dann macht das Ding quasi einen Autostopp. Das ist im Prinzip alles, was ich weiß. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nur die Riemen sind. Weil das Kassettendeck hier und der Plattenspieler, den wir in der letzten Folge gemacht haben, die stammen beide aus derselben, also ich vermute aus demselben Haus oder aus demselben Haushalt, weil sie zusammen an der Straße standen. So, deswegen habe ich jetzt mal in vielleicht nicht ganz so weiser Voraussicht einen Riemensatz mit allen vier Riemen, die in diesem Ding drin sind, gekauft. Vier Stückchen Gummi für schlappe 15 Euro. Das Ersatzteilgeschäft. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob es tatsächlich die Riemen sind. Wenn es die Riemen nicht sind, dann habe ich ein Problem. Weil wenn jetzt irgendwie ein Zahnrad irgendwie abgebrochen ist, sonst was. Ich hätte zwar Zugriff auf einen 3D-Drucker, aber ja, schön ist das nicht. Ich habe auch hier eine Explosionsgrafik, wo ich mal die Riemen gehighlightet habe. Die sind alle Teil des Kassettenwerks-Dingens, Kirchens, des Mechanismus halt. Wir wollen jetzt mal gucken, wie wir da rankommen. Ich habe das Teil noch nicht aufgemacht. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was für Horrorszenarien mich da drin erwarten werden. Deswegen, wir gucken jetzt einfach mal. Fuck my life, okay. Probieren wir mal kurz einen anderen. Aha. So. Für die Interessierten, das ist ein Kenwood KX1003, das, so wie die Schrauben klingen, noch nie geöffnet wurde. Herstellungsdatum, man weiß es nicht so genau, Ende der 70er vermute ich mal. Ich weiß nicht genau, wie Kenwood Seriennummern aufgebaut sind, deswegen, ne. Aber ja, Ende der 70er. Alles noch relativ analog da drin. Deswegen ich auch vermute, dass es ein Riemen ist. Neupreis waren damals 1500 Mark. Also war schon ein etwas teureres Teil. Kann auch sämtliche Arten von Kassettentape, also hier Chrom, Ferrochrom und so weiter. Hat Dolby Noise Reduction und so lustiges Zeug. Also wäre ganz cool, wenn man das wieder ans Laufen kriegen würde. Auch wenn ich in keinster Art und Weise noch Kassetten höre. Also die Zeit der Benjamin Blümchen Hörspiele ist bei mir schon etwas rum. Aber ja, wäre ja cool, so ein lauffähiges Teil zu haben. So, jetzt muss ich mal gucken, wie man das jetzt hier aufkriegt. So anscheinend. Sieht innen drin verdammt sauber aus. Wow, krass. Oh ja, ich sehe hier schon Dinge, die... Ja, okay. Ja, hier ist definitiv mal ein Gummidingens explodiert. Beziehungsweise hat sich zerletzt. Okay. Sieht sonst aber echt gut aus. Keine Kondensatoren explodiert.
Riecht auch nach 70ern. Oh, ich weiß nicht, welche längst ausgestorbenen Krankheiten ich mir jetzt hier eingefangen habe. Alles analog hier, das ist krass. Okay. Und jetzt. Ich habe online gelesen, dieses Ding sei relativ modular aufgebaut. Das heißt, irgendwie werde ich jetzt wohl den Kassettenmechanismus hier rauskriegen können. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie. Hier oben sind definitiv zwei Schrauben. Hier auch. Und da haben sie Schraubensicherungslack drauf geschmotzt. Das ist natürlich mal wieder extra klasse. Und ich pausiere jetzt mal kurz, während ich mal nach Anleitungen google. Wie irre. Habe ich mir das jetzt hergezogen? Ich habe jetzt. Moment, wo ist die Kamera? Irgendwo habe ich hier jetzt rangepackt und ich habe jetzt schon so bitumenartige Gummidingsmasse an den Fingern hängen. Ach, herrlich. Und wenn man jetzt noch einmal Handschuhe kaufen könnte, würde ich auch welche anziehen, aber es gibt ja keine mehr. Dear Lord. Okay, ich komme gleich wieder. Okay. Das wird alles vermutlich etwas unschöner als zuerst mal vermutet. Ich habe noch einen Einmalhandschuh gefunden. Einen. Herzlichen Glückwunsch. Und die Hand ist trotzdem egal. Der Mechanismus ist sowohl von vorne als auch von hinten verschraubt. Das ist der Nachteil, wenn so ein Ding gebaut ist wie ein Panzer. Da sind überall Schrauben drin. Das heißt, ich muss jetzt diese Frontplatte hier abnehmen. Und das wird scheiße. Ich habe eine textuelle Anleitung gefunden, und zwar von berlin-repariert.de, wo dann drin steht, man muss tatsächlich erstmal diese Frontplatte hier wegnehmen. Und dann steht hier, Moment, hier, die Knöpfe der Potis werden extrem schwer rausgehen. Achtung, die ultraschöne Oberfläche der Alublende nicht zu zerkratzen. Aha, das wird jetzt ein Spaß. Also, was ich jetzt erstmal machen kann, ich kann hier die Kassettentür rausnehmen und kann die einfach hier wegnehmen. Und tatsächlich funktioniert das Tape Deck auch ohne diese Tür hier. Also man kann das Ding ohne diese Tür verwenden. Die Kassette klemmt da innen drin. So, das heißt, ich hole mir jetzt nochmal so ein. Wobei nehme ich nehme einfach das Schraubenpöttchen hier erstmal und versuche jetzt. Ich versuche euch das mal so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Versuche jetzt erstmal so die Knöpfe hier abzuziehen. Okay, ja, die gehen raus und da ist innen drin einfach so ein kleiner Schlitz. Was ich jetzt noch abziehen muss, sind vermutlich diese ganzen Potis hier. Und das ist auch ein Problem, das ich mich eigentlich sowieso noch kümmern sollte. Und zwar, die Potis hier sind quasi, also die sind, um den Aufnahme- und Wiedergabelevel einzustellen, glaube ich. Nee, nur den Aufnahmelevel. Und die haben zwei Kränze. Einmal diesen hinteren Kranz hier und einmal diesen vorderen Kranz hier. Und die sind im Prinzip dafür, dass man den linken und den rechten Kanal separat einstellen kann. Das Problem ist nur, also ich kann jetzt den einen etwas festhalten und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, die unabhängig voneinander zu drehen. Aber so schwer sollten die nicht gehen. Das heißt, da muss ich mich auch noch drum kümmern. Hurra! Boah! Also, der Typ, der geschrieben hat, dass die Putis sehr schwer weggehen werden, der hatte recht. Mein lieber Mann. Also, natürlich, mein Plastikspatel ist abgebrochen. Wer hätte es gedacht? Also, der kann jetzt weg. Ich habe dann meinen anderen Metallspatel und noch einen Metallspatel verwendet, um ja, die Dinger da wegzuhebeln. Das ging bei den größeren Potis einigermaßen gut, bei den kleinen ging es dann auch nicht. Und ich habe da Isotape drum gewickelt,
Einfach nur, damit ich die Oberfläche nicht verkratze. Bei den kleinen Pullis hat das auch nicht geholfen. Und ja, dann musste ich eine Spitzzange nehmen, deren Spitzen ich ebenfalls eingewickelt habe. Lieber Autofokus, was tust du heute eigentlich? Ja, und damit habe ich diese ganzen Teile dann wegbekommen. So. Jetzt bin ich aber im Prinzip noch nicht so arg viel weiter, weil ich muss jetzt diese Frontplatte hier wegkriegen. Und, aha, ja, also ich sehe, dass diese Frontplatte verschraubt ist, und zwar hier, hier, hier und dann nochmal unten drunter. Und natürlich ist hier jetzt so Schaumstoffkacke drüber. Und ich werde jetzt nach Möglichkeit davon absehen, diesen Schaumstoff tatsächlich überall wegzumachen, sondern ich werde quasi jetzt links und rechts von dieser Schraube einen kleinen Cut setzen. Und hier, ich markiere mir das mal kurz mit dem Fingernagel. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Okay, Schraube ziehe ich. Okay, eventuell, na gut, an der Stelle hier muss ich es vermutlich auch noch wegmachen, weil es da an der Stelle hier noch quasi um die Ecke geklebt ist. Aber wir gucken mal, wie weit wir, jetzt brauche ich den anderen Schraubenzieher. Oh, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Nein, ich brauche, what? Mit wie viel Kilonewton haben die das festgedreht? Alter, ich hasse Kreuzschlitzschrauben. So, einiges an Gekämpfe später. Und drei verschiedene Schraubenziehergrößen später. Ich hasse Philips. Könnte ich einfach Torx verwenden? Gab's Torx damals schon? Ach, keine Ahnung. So. Und rein theoretisch müsste ich jetzt diese Frontplatte hier runternehmen können. So. Meine Güte, das hat gedauert. Okay. Und jetzt sieht das Ganze schon um einiges industrieller aus als vorher. Und jetzt kann ich vielleicht hoffentlich irgendwann mal an den Mechanismus ran. Der ist, also das ist eine Schraube für den Mac, das ist eine Schraube für den Mac. Die hier definitiv auch. Okay. Da muss ich mich irgendwie anders drum kümmern. Weil das Problem ist jetzt, die Schrauben sind teilweise so dermaßen fest angezogen, dass wenn ich versuche, mit dem Schraubenzieher eben rauszugehen, dass ich den Schraubenkopf kaputt mache. Au! Schau, kann die Gabel. Sorry. Und naja, das ist definitiv nicht zielführend. Boah. Kennt ihr diese Momente, wo ihr euch denkt, verdammt, das hätte ich nie anfangen sollen? Yep. Also, ich habe versucht, diesen Mechanismus hier auszubauen und es hat so mäßig geklappt. Und ich habe ja im letzten Take noch scherzhaft gesagt, sag mal, haben die das mit dem Akkuschrauber festgemacht? Ja, haben sie. Ein paar von diesen Schrauben waren mit fucking 10 Newtonmeter angezogen. Ja. Und ja, ich habe versucht, diesen Mechanismus hier irgendwie rauszubasteln und das hat so mäßig funktioniert. Ich musste hier so, ja, so ein paar Kabelbinder und sonst irgendwas wegmachen und habe dann den Mechanismus so ein bisschen also irgendwie, ich hatte ihn dann so hier, aber das Ding ist komplett an den Kabeln festgemacht und dann habe ich erstmal gesagt, fuck it, und habe versucht, diese bitumenartige Masse, die ich jetzt an den Händen habe und auf meiner Hose, habe ich versucht, irgendwie
wegzukriegen und der Erfolg war bis jetzt so mäßig. Und dann ist mir eingefallen, sag mal, Moment, wenn ich jetzt diese ganze Kacke da drauf habe, muss ich ja auch den Riemen irgendwie da drauf kriegen. Ja, und das ist der Moment, an dem mir klar geworden ist, der Mechanismus muss hier raus. Weil ich einmal den Mechanismus demontieren muss, um diesen scheiß Riemen da rein zu friemeln. So, und blöderweise, diese ganzen Kabel, die hier an den Mechanismus rangehen, die sind nicht gesteckt, sondern gelötet. Meine einzige Hoffnung ist jetzt, oh Gott, und das zerfällt ja auch schon, oh je, meine einzige Hoffnung ist jetzt, dass ich die Platinen, an denen dieses ganze Zeug dranhängt, dass ich die rausnehmen kann. Und jetzt kommt das nächste. Natürlich auf genau diesen Platinen, wo diese Kabel dran sind, haben sie Schraubenschutzlack drauf gemacht. Das heißt, die wegzukriegen, wird auch einfach ein granatenmäßiger Krampf im Arsch. Und ich habe gerade einfach massiv keinen Bock mehr. Ja, mein Schreibtisch sieht jetzt natürlich mal wieder aus wie ein Schlachtfeld und ich habe ihn vor Beginn dieses Videos aufgeräumt, damit er nicht aussieht wie ein Schlachtfeld. Ja, ich habe überall Wattestäbchen mit so schwarzem, teerartigen Gedöns drauf. Habe meine Hose eingesaut. Die kann ich jetzt wegwerfen. Meine Hände, ja, mal gucken, ob ich das jemals wieder wegkriege. Das ist schlimmer als beim Reifenwechsel. Und, och, nee. Also, dieser Typ bei Berlin repariert hat was geschrieben von wegen eine geniale Konstruktion. Langsam glaube ich, dass das Sarkasmus war. Und, also ich glaube, ich sortiere jetzt erstmal sämtliche Schrauben in kleine Tütchen. Und dann packe ich dieses Ding irgendwo hin, weil es geht mir gerade massiv auf den Piss. Und ich glaube, dann kümmern wir uns in einem weiteren Teil. Oder vielleicht auch im nächsten Take. Mal gucken, wie lang dieses Video wird. Darum diesen Mechanismus einmal komplett neu zu machen. Ich brauche einen Kaffee.